Da sind wir wieder. Monkey Island, The Secret of Monkey Island. Was ist passiert? Ja, wir sind Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat, der es geschafft hat, von Mealy Island wegzukommen, indem er sich ein Boot gekauft hat, auf betrügerische Art und Weise die Schwertmeisterin besiegt hat, den Schatz von Mealy Island gefunden hat. Und was war die dritte Prüfung? Ach ja, genau. Elaines, also die Gouverneurin bestohlen. Ja, so erfolgreich waren wir. Mit unserer Crew, die das Ganze eher als, naja, Kreuzfahrt gesehen hat, haben wir dann mit einer herrlich duftenden Brühe, die uns mehrere Tage außer Gefecht gesetzt hat, dann am Ende Monkey Island erreicht. Wundervolle Zusammenfassung. Ja, warum sind wir auf Monkey Island? Natürlich, weil LeChuck mega in Elaine verliebt ist. Und ja, irgendwie war er dann der Meinung, ach komm, die entführe ich jetzt. Und jetzt sind wir hier mit brennendem Hintern. Naja, erstmal raus hier. Das ging schnell. So, auf der Insel des Affen. Ausgezeichnet. Gucken wir uns doch als allererstes mal das Stück Papier an. Notice of public meeting. There will be a meeting Wednesday evening to discuss the recent occupation of the sacred monkey head by the ghost pirate LeChuck. And the subsequent impact on the environment and the tourist trade. All Monkey Island cannibals are encouraged to attend. Okay, na klar. Die bauen hier eine Krisensitzung. Na gut, die lassen es lieber. Aber die Bananen nehme ich mit. Ich dachte gerade, warum ist denn da oben so eine große Banane? Nee, hier wurde mir nur angezeigt, dass wir eine Banane eingesammelt haben. Gut, am Strand scheint wohl nichts weiter zu geben. Dann wollen wir doch mal, würde ich mal sagen. Hier ist ein Ruderboot, aber ohne Ruder. Das heißt, zum Schiff kommen wir damit nicht zurück. Na dann erkunden wir doch mal die Insel. Hier ist ein Affe. Laufen wir hier mal ein bisschen blöd durch die Gegend rum. Vielleicht finden wir da irgendwas. Das war der Affe, den wir, glaube ich, auch am Strand gesehen haben. Ah, hier ist so eine Spalte. Gehen wir nochmal zu dieser Spalte. Ah, da unten sind die Ruder. Na, das ist doch mal gut. It's a pair of oars. Da sind die Paddel, die wir brauchen. Looks sturdy. Ah, Moment, haben wir vielleicht noch das Seil? Toll. Das Seil scheint uns wohl aus der Tasche geflogen zu sein, als wir uns mit der Kanone auf die Insel gesprengt haben. No bananas here. Okay, hier ist wohl nichts. Hier sind Geier. Warum zum Henker sind hier Geier? Ich wollte zum Geier sagen. Hallo Affe. Gehen wir mal mit dem. Wir haben eine Banane. Vielleicht kriegen wir den freundlich. That doesn't seem to work. Ach so, Moment. Gib Banane an. Ne. Affe. Nochmal. Gib Banane. Not until he comes down. Erst wenn er wieder unten ist. So, nimm die Banane. Gieriger kleiner Freund. Und jetzt? Jetzt folgt er mir. Das ist gut. Vielleicht folgt er mir sogar bis zur Spalte. Nee, zur Spalte kommt er nicht mit. Ist schon mal gut zu wissen. Nee, reden nicht. Das Bl Ah, das gibt's hier auch. Wenn ich V mache, dann öffnet er mir diesen Kram hier. Und das Inventar auch gleichzeitig. Ist ja der Wahnsinn. Man lernt hier neue Dinge. Okay, ich versuche jetzt einfach mal. Schiebe. Baum. Vielleicht kriege ich dann eine Banane. I can't move it. Okay. Ziehe. I Baum. can't move it.
I can't reach that from here. Okay, von hier aus kann ich den nicht erreichen. Aber wir wissen zumindest schon mal, dass wir den Affen mit Bananen locken können. Was für ein Klischee. Gucken wir uns mal die Bananen an. Ah, sehen aus, als würden sie bald vom Baum fallen. Das heißt also, die kommen wahrscheinlich irgendwann von alleine runter oder so. Schauen wir mal weiter nach oben. Ah ja, das ist ja Teich, ausgetrocknetes Flussbett. Gehen wir doch mal hier rüber. Gucken wir uns erstmal auf dieser Insel ein klein wenig um. Ist ja ganz exotisch hier. Okay, hier. Okay. Hier war doch gerade eben noch der Teich. Da. Nee. Wo ist denn der? Teich. Ach Mensch, der sieht ja fröhlich aus. Mensch, lass dich doch nicht so hängen. Hier liegt eine Notiz. Gucken wir uns die doch erstmal an. To the ghost pirate LeChuck. We must ask you once again to curtail your nightly activities in the sacred monkey head area. Decent people are trying to sleep. Kindly keep the noise level down. The Monkey Island Cannibals. P.S. We saw you taking that woman with the scarf down there. Das klingt ja auch sehr freundlich. Fast wie... Oh, wo kommt der von her? This is an old friend of mine, the one I sailed here with. He's lost weight. Never looked better. Okay. Das ist der Typ nebenbei, der das Rezept nach Monkey Island geschraubt hat. Der hier Toothwood oder irgendwie so heißt er. Und das hier ist wahrscheinlich sein Captain gewesen hier. Sieht fast so aus, als keine Ahnung, Arbeitsunfall. Ich behaupte mal, das ist ein Arbeitsunfall. Der wollte sicherlich hier so ein Baumhaus oder so bauen. Deswegen hängt hier halt eben auch dieses Stück Holz. Und das Holz wollte er bestimmt irgendwie hier hochhieven, damit er hier oben auf den Bäumchen sein Baumhaus bauen konnte. What happened to him? I'm afraid I must be going now. Pressing business, you know. Ey. Nicht weglaufen. Ich guck einfach mal. Schade, ich habe eigentlich gehofft, dass er hier gleich wiederkommt. Scheint nicht so zu sein. Gucken wir uns nochmal an. He doesn't look good. Das war jetzt eine sehr offensichtliche Geschichte. Aber hier ging auch mal der Fluss entlang, bin ich der Meinung. Ah, das ist... Der ist super knochig. Also der sieht auch echt nicht gerade sehr gesund aus, finde ich. Also der hat es mit seinem Sporttraining auf jeden Fall übertrieben. So ausgemagert. Also man muss beim Sport machen auch natürlich auch was essen, um sich zu stärken im Anschluss. Der hat sich so gedacht, nee, scheinbar nicht. Also manche Leute stehen ja auf diesen Skinny-Look, ich jetzt nicht so. Aber okay, das Flussbett. Es gibt hier bestimmt irgendwo bei der Flussgabelung einen Grund, warum das Flussbett ausgetrocknet ist. Oh, it sure is hot here. Aha. Hier gibt es eine Plattform. Gehen wir mal hier hoch, weil... Wenn dieses Flussbett, oh, hier liegt noch was, wenn dieses Flussbett nämlich zufälligerweise wirklich absichtlich zugemacht wurde, dann kriegt man ihn doch da wieder runter, sobald man das Flussbett wieder mit Wasser flutet. To the Monkey Island Cannibals. Please stop moving this. It is delicately balanced. Herman Toothrot. Toothrot, so hieß er. Ich glaube, ich kann mich noch einigermaßen dran erinnern, was man hier machen musste. Man musste gucken. Da hinten ist die Palme. Die Palme. Man braucht auf jeden Fall irgendwas. I never get tired of this view, even if I have been looking at it for 20 years now. Even if it is the only view on the island. Ich glaube, man muss nämlich diesen Stein so werfen, dass er hier hinten landet und die ganzen Bananen runterpustet.
Irgendwie sowas. Würde ich behaupten. Ja. Genau so war's. Okay, Spoiler Alert. Man brauchte den Affen, nämlich, um den Affenkopf zu öffnen. Das war's, glaube ich. Yes, it is a nice view. Are you some kind of a castaway? What do I look like? The caretaker? Listen to this guy. Am I some kind of castaway? Okay. Nee, er ist wahrscheinlich der Typ, dem ursprünglich mal dieses Schiff gehörte. Denn die Sea Monkey wurde ja angeblich von einer Horde Affen direkt von Monkey Island weggesteuert. Und das klingt eigentlich schon so, als ob er und sein Kollege, den wir ja auch schon kennengelernt haben, hier angereist sind. Die Affen sich so dachten, what? Guck mal, Schiff. Sind auf das Schiff gegangen und die waren dann halt eben quasi so gestrandet. I thought this island was uninhabited. Well, you thought wrong. My name's Toothrot. Herman Toothrot. I live here. Well, not right here. In the fort on the volcano. Were you stranded? You think I stay here for my health? Hoo-hoo, boy! Jetzt haut er schon wieder ab. Da ist ein Felsbrocken. Moment, gucken wir mal. I don't see anything special about it. It looks like someone put this here on purpose. Ich habe da so eine Idee. Erstmal muss ich an dieser Stelle abspeichern, weil es gibt hier nämlich ebenfalls wieder einen kleinen Joke, den ich natürlich auch mitnehmen möchte für euch. Und zwar hier drüben. Genau. Oh nein, diesmal hast du es wirklich in den Sand gesetzt. Am besten du versuchst es gleich nochmal. Hoffentlich hattest du das Spiel abgespeichert. Rubber Tree. Ne? Einfach so, just for fun. Rubber Tree. Gut, der gute Toothrot hat wohl nichts Besseres zu tun gehabt, als hier Spiralen zu bauen. Aber das macht nichts. Wir gehen nochmal runter, weil ich sehe hier oben diesen Felsbrocken. Ich glaube, den müssen wir ziehen. Und, na, ich probiere es einfach mal. Nee, nicht nimm, sondern push. Schiebe Felsbrocken. Mal gucken, was passiert. Yikes! Whoops. Okay. So sollte das eigentlich nicht aussehen. Und damit ist auch unser Schiff weg. Fuck. Ah. Mr. Toothrot, please remove this dangerous object. Lemonhead knocked a rock onto it from the cliff above and nearly injured someone who was putting up a swing on the banana tree on the south beach. The cannibals. Ah, seht ihr? Also doch. Ich muss vermutlich das Ding hier ein bisschen bewegen. Ja. So. Weil jetzt fliegt es nämlich nicht mehr. Fuck. Jetzt fliegt es natürlich nicht mehr auf unser Schiff. Das hätte es eh nicht mehr gekonnt. Jetzt können wir aber sicherlich irgendwas aus dem Felshaufen nehmen. I'll just put it here. Perfekt. Und jetzt drücken wir natürlich wieder diesen Stein. Und da fliegt er. Aber nicht dahin, wo er fliegen sollte. Okay. Also noch ein kleines Stückchen zur Seite. So. Schauen wir mal, ob wir es jetzt hinbekommen. Einmal zur Plattform. Nimm wieder so ein Steinchen.
Leg das dahin. Schiebe das Ding. Und flieg. Wow. Looked like it hit the big banana tree on the beach. Perfekt. But the odds against that are incredible. Na, 1 zu 1 Million würde ich nicht sagen. Ich nenne das Physik. Aber gut. Ich würde fast behaupten, dass unsere Freunde, die auf dem Schiff gesessen haben, immer noch das Ganze natürlich überlebt haben. Und wo ist denn hier der Weg runter? Eigentlich gab es hier doch einen Weg runter. Ah, da ist der Weg nach unten. Boy, it sure is hot here. Definitiv. Aha, hier ist der Damm. Hier ist der Damm. Hier gibt es einen Damm. Ich wusste es doch. I don't see anything special about it. I can't pick that up. Oh. Da ist ein check out this note while I'm at it. To the Monkey Island Cannibals. I don't mind you worshipping in front of the sacred monkey idol, which doubles as my home and secret base of operations. But could you please refrain from leaving messy sacrifices on my porch? Also, please do not enter the monkey head. G.P. LeChuck. Es ist so herrlich, wie diese Leute hier so in den Dialog treten. So, bitte lass die Finger von meinem Katapult. Mit freundlichen Grüßen, Toothrot. Kannibalen an Toothrot. Hey, dein Ding ist gefährlich. Bau das bitte ab. LeChuck meldet sich zu Wort. Hey, Kannibalen. Hört mal auf mit dem... Oh. Hört mal auf mit dem Kram. Bla bla. Kannibalen sagen. Hey, LeChuck. Mach mal nicht so laut Party. Ihr stört uns beim Schlafen. Ey, wie geil das ist. Ernsthaft? Okay, weiter geht's nicht. Dann ist das jetzt wahrscheinlich Position Nummer 3. Vielleicht klappt es hier auch noch an der Stelle. Aber ich bin mal... Ich frage mich, ob wir noch mehr Notizen finden. Die sind ja echt zu herrlich. So, und vielleicht... müssen wir jetzt hier... wenn wir hier jetzt nochmal drücken... vielleicht fliegt er dann auch nicht so weit. So, nur bis nach unten. Nee, der fliegt wahrscheinlich direkt bis nach Melee Island. Und ist jetzt kaputt. Moment. Inventar. Benutze das Ding hier. That doesn't seem to work. Können wir das vielleicht noch weiterziehen? It won't go further. Okay, weiter geht's nicht. Es gibt nur diese beiden Positionen. Das heißt, es muss noch irgendwie eine Möglichkeit geben, diesen Damm irgendwie kaputt zu machen. Boy, it sure is hot here. Aber scheinbar haben wir da noch nicht die Möglichkeit zu. Würde ich behaupten. Na gut, dann gehen wir wieder zurück in den Dschungel. Vielleicht brauchen wir irgendwas, um das aufzuhieven oder so. Irgendwie. Keine Ahnung. Auch nochmal ein... Naja, egal. Getrocknetes Flussbett. Was haben wir denn hier unten noch? Guybrush, Guybrush. Okay, wir kommen hier scheinbar auch gar nicht mehr groß weiter. Wir haben noch den Affen. Dann haben wir den Strand. Ah, jetzt haben wir zwei Bananen. Ach nö. Das heißt, immer wenn wir Bananen brauchen... müssen wir dieses Katapult benutzen. Okay, hab's verstanden. Moment. Wir gehen nochmal zum Affen. Banane? That seem to work. Hey. Benutze Banane? Ah ne, geben. Gib Banane an Affen. Okay, wir probieren es gleich nochmal.
damit er denkt, dass wir mehrere davon haben. Und ab in den Dschungel. Und ab zur Spalte. Affe sagt, hab keinen Bock auf dich, Guybrush. Ein starker Ast. Looks strong. Okay, können wir den nehmen? I can't pick that up. That doesn't seem to work. Okay, das funktioniert nicht. Stell ich mir so ein... kann ich hier einfach hochlaufen? Nee, ne? Das wird wahrscheinlich nicht klappen. Nee, das klappt nicht. Ich will mir nur die Flussgabelung, ausgetrocknetes Flussbett und den Teich, an dem wir nicht rankommen. Können wir hier rüber gehen? Scheinbar nicht, sonst würde Guybrush wahrscheinlich schneller laufen. Boy, it sure is hot here. Naja gut, dann gibt es eigentlich nur noch... Ja, gute Frage. Was gibt denn dann eigentlich noch? Also im Moment müssen wir auf jeden Fall das primitive Kunstwerk noch weiter bearbeiten. So, ich hoffe, dass wir dass das Tooth Rot hier irgendwann auch gleich demnächst wieder auftaucht. Er kommt aber immer nur so rein sporadisch. Dann kann man mal ein, zwei Texte mit ihm reden. Und dann war es das auch schon wieder. It came close, but I don't think it'll hit it again. That shot was one in a zillion. Ach komm, probieren wir es doch einfach. It came close, but I don't think it'll hit it again. Hm. That shot was one in a zillion. Das ist jetzt natürlich blöd. I can't pick that up. Hä? Ich kann den echt nochmal ein Stück bewegen? Wo schieße ich den jetzt hin, wenn ich den... Gleich nochmal ausprobieren. Flieg! Wo auch immer. Wo auch immer der jetzt gelandet ist. Massiv verwirrt. Probier's nochmal mit dem Schieben. Mal gucken, was dann passiert. Es geht noch ein ganzes Stück. Wir probieren jetzt einfach einige Kombinationsmöglichkeiten aus. Würde ich behaupten. Special about it. Weil wer weiß, wo der dann irgendwann landet. Noch ein Stück. Es geht echt immer noch ein Stück weiter. Irgendwann kommt der Stein einfach zurückgeflogen. Oh, das ist eigentlich ein echt guter Ansatz. Einfach mal sicherheitshalber speichern für den Fall, dass der Stein wirklich gleich zurückkommt. Der ist das letzte Mal hier hinten hingeflogen. Keine Ahnung, wir bauen hier irgendwie ein neues Kunstwerk auf. It won't go further. Okay, weiter geht's nicht.
Das ist blöd. Boy, it sure is hot here. Hier ist auch nichts gelandet. Hier ist nur dieser Damm immer noch. Und klar, dieser Damm, wie gesagt, ist natürlich verantwortlich für das trockene Flussbett. Haben wir sonst noch irgendwo irgendwas? Nee. Nix. Ich frage mich aber auch, was mit meinen Freunden jetzt los ist. Ausgetrocknetes Flussbett. Guybrush. Da ist, wie gesagt, immer noch der Teich. I don't see anything special about it. That doesn't seem to work. Okay, da komme ich so nicht einfach dran. Kann ich hier irgendwie eine Gelande oder so? Ach so, Moment. Der hat das Seil für die Paddel. I can't pick that up. Das ist auch schon mal wichtig zu wissen. Nee, den Affen habe ich leider nicht getroffen. Moment, können wir mit dem reden? Ganz seltsam. Oh, was haben wir hier? Bemerkenswerter Stein. Wo habe ich denn den auf einmal her? Achso, einige Memos, ist klar. Bemerkenswerter Stein. Den gucken wir uns mal an. I'm no geologist, but judging by these conchoidal fractures, I'd say this is a piece of flint. Ein Feuerstein. Ein Feuerstein. Okay. Aber das bringt uns trotzdem herzlich wenig. Gucken wir nochmal. Einen Feuerstein haben wir. Ein paar Pfefferminz-Drops. It doesn't seem to open. Boy, it sure is hot here. Ja, das stimmt schon. Gibt es da oben nicht irgendwas noch, was wir machen können? Gucken wir uns mal den Steinhaufen an. I don't see anything special about it. Nichts Besonderes, aber ich sehe hier was Besonderes, und zwar ein Kringel. Ich überlege gerade, hat dieser Kringel irgendeine Bedeutung gehabt von irgendwelchen LucasArts Games oder so? Ich glaube nicht, ne? Okay. Hä? Ja, super. Ach, klar, man hat hier auch Hints, ganz vergessen. Man muss hier irgendwie an die Paddels. Das ist aber. It won't go further. Klar, dass wir. Nee, das war's jetzt nicht. Irgendwie an die Paddel rankommen. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie an das Seil.
Denn das Seil benötigen wir, um an die Paddel ranzukommen. So, die Frage ist aber, wie kriegen wir... Wie kriegen wir den, Nochmal? It came close, but I don't think it'll hit it again. That shot was one in a zillion. Das wäre zu einfach, tatsächlich. Aber ich probiere es einfach mal. Mal gucken, vielleicht klappt das. Ich nutze mal... Boy, it sure is hot here. Alex... Beitrag. Einfach am Seil ziehen. Nee, wir müssen... Hier ist ein Damm. Und dieser Damm muss irgendwie weg. Und... Ich kann ja mal gucken, ob ich einfach... Das mit dem Damm benutzen kann. Wirkt am besten auf Stahl. Ja, klar. Haben wir irgendwas aus Stahl dabei? Nee. Wir haben noch nicht einmal mehr unser Schwert, fällt mir gerade auf. Voll frech. Wann haben wir das verloren? So, gucken wir uns mal das Ruderboot an. It says Sea Monkey. Ja, natürlich. Es ist ja auch das Beiboot von unserem Schiff. Okay, gucken wir nochmal auf das Papier. Vielleicht steht da nochmal eine neue Info. Notice of public meeting. There will be a meeting Wednesday evening to discuss the recent occupation of the sacred monkey head by the ghost pirate LeChuck. And the subsequent impact on the environment and the tourist trade. All Monkey Island cannibals are encouraged to attend. Hm, nee, irgendwie nicht. Ah, Moment, wir können von hier aus nochmal was gucken. Uns was angucken. That's that place with the great view. Okay, toll. Das Ärgerliche ist, der Affe folgt uns nicht. Können wir den irgendwie... Ziehen, drücken. I can't move it. I can't move it. Die Antwort ist nein. Nochmal rüber zum Teich. Nee, da komme ich auch nicht dran. Siehst du, das Seil ist irgendwie ganz seltsam drumherum gewickelt. Hm. So viel zum Thema. Easy as shit. Nee, irgendwie nicht so. Hm. Ach ja. Okay. Ich erinnere mich da an etwas. Ah, okay, daran habe ich mich jetzt nicht erinnert, aber das ist mal gut zu wissen. Es gibt hier noch ein bisschen mehr als nur das. Scheinbar. Da ist nochmal ein Strand. Ha! Ausgezeichnet. Ich glaube, es geht weiter. Aber erst in der nächsten Folge. Bis denn! Tschüssi! Oh, nee, stopp! Did you come in the ship I saw out there? You're braver than you look. Actually, it looks a lot like a ship I used to own. Oh, Moment. Ich bin von einem Kerl namens Stan reingelegt worden. Taken by a guy named Stan. Stan of Stan's used ships on Melee Island? Ja, zufällig. I'm Guybrush. I'm here to rescue someone. Well, here I am. Glad you came to rescue me. Though you might have been a bit earlier. The fine on that overdue library book should be pretty big by now. Let's go!
That's not exactly what I meant. I sailed here in pursuit of the governor of Melee Island, who's been kidnapped by a ghost. Oh, fine. Don't rescue me. I like it here. The rain on my head, the wind at my back, the bugs on my plate. Well, perhaps I could take you back too. But I've got to rescue the governor first. I think she's on that ghost ship underground. Oh, okay. Schön. Tolle Info. Ja, ist okay. Sie winken einen Schlüssel von den Eingeborenen. You say you got a key from the locals? I lent my banana picker to them, and they never gave it back. As collateral, they gave me this enormous cotton swab. It opens the monkey head, see? Not like I ever need to go into the monkey head, but if they want it back, I've got to have my picker first. It's a matter of pride, you know? Das ist auch eine gute Information. Wir brauchen also einen Bananensammler oder Bananenpflücker, damit wir in den Affenkopf reinkommen, den wir leider noch nicht gesehen haben, weil der auf der anderen Seite dieser Gebirgskette ist. How did you get stranded here? Well, I sailed here with a friend of mine 20 years ago. We hoped to discover the secret of Monkey Island. But my friend met with a horrifying and tragic accident, which claimed his life. And I couldn't sail the ship back by myself. I trained a bunch of chimps to crew the ship and sail it back to Melee Island. They were supposed to get help and come back for me. Something must have happened. How come you didn't just go with the chimps? Weeks on a boat full of monkeys. Oh, joy! Ernsthaft, das macht die Sache ja noch um einiges lustiger. Der hat auch noch die Affen auf das Schiff gelassen, damit die nach Melee Island fahren. Sehr gut. Ja, wenn er wüsste, dass es genau dieses Schiff ist, was wir versenkt haben, womit er die Affen nach Melee Island geschickt hat, ja, das lassen wir also einfach mal. So you're not the only one on the island? I'm the only civilized person on the island. There's a native tribe of hunter-gatherers. Well, head hunter-gatherers, actually. But I don't talk to them. They are cannibals, but they're not dangerous. Unless you lend them something. I told you about them borrowing my banana picker and never returning it, right? Doch, das hast du schon erzählt. Dringendes Geschäft, Hosen passiert. Okay, geben Sie mir den Schlüssel, das wird zu einfach sein, das funktioniert nicht. Was ist mit deinen Hosen passiert? What happened to your pants? What pants? Gut, dann sind wir hier weg. I've got some pressing business to attend to. Yes, me too. Ach Mensch, er läuft mal ausnahmsweise nicht weg. Herman, please return our key to the monkey head. The cannibals. Das ist echt wie so ein bisschen wie bei GZSZ. Einer jagt dem anderen nach. So, aber an dieser Stelle jetzt erstmal... was war das denn gerade? Oh, ganz schlecht. Oh, pfui, war das schlecht. Da wusste wohl die Engine nicht, wo vorne und hinten ist. Na gut, an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut. Bis gleich.